Meine Vorstellung vom Leben haftet am Meer, es ist nicht einfach, doch es geht weiter genau hier. Doch was ist, wenn ich meinen Mut verlässt? Komm, lass es, ist die Antwort, die mich stresst. Glaub mir, es ist einfacher zu gehen, egal was noch kommt. Ich bleib nicht stehen, denn ich kämpfe für Momente, in denen ich lieb, was ich mach. Überwiegen und die Last auf einer Schaft im Park, steh ich da. Es gibt nichts, was noch reicht, einer. Drückendes Gefühl, dass ich langsamer schleicht, meiner Vorstellung vom Leben werde ich nicht gerecht. Was ich will und was ich mach, Mann, das passt nicht so recht. Doch das Wichtigste ist, mit sich zufrieden zu sein, in so harten Zeiten bei der Sache zu bleiben. Denn es dreht sich im Kopf, regt sich im Kopf, lässt mich nicht los, bis ich das noch ein bisschen stopp. Es hämmert, es pocht, wie die Industrie in deinem Kopf. Es hämmert, es pocht, wie die Industrie in deinem Kopf. Komm unter dich auf, für das an, was du glaubst, zu stehen auf. Und du wirst schon sehen, der Moment, an dem du meinst, dass kaum was passt. Die Vorstellung von dem, was du nicht hast. Also du bist groß, dein Verständnis ist klein, was auch immer ich mach. Es wird nie ausreichend sein, denn die Zeit, die mir bleibt, ist knapp und schreit von allen Seiten nonstop nach Aufmerksamkeit. Es liegt in deiner Hand wie ein Stift oder Papier. Wie und wann du ihn befüllst, die ganze Alarm bei dir. Denn es ist dein Leben, also pack es auch an. Denn wenn du es nicht tust, frag ich mich, wer würde dann noch. Es reicht nicht aus, zu wissen, dass ich etwas ändern muss. Komm, ich kenn den Schluss, denn es ist der Fluss, der dir in sich geschrieben steht. Plus im Gewicht der Vorstellung und es quält. Es hämmert, es pocht, wie die Industrie in deinem Kopf. Es hämmert, es pocht, wie die Industrie in deinem Kopf. Ich werde von der Vorstellung angetrieben, mein Glück zu finden in einer Welt voll von Intrigen. Ich zieh denn, ich stell mir vor, ich brauch den Rauch, nur noch ein Zug und meine Vorstellung rauscht an mir vorbei. Was übrig bleibt, ist Zeitvertreib in der Dunkelheit. Denn es ist schwer an solchen Tagen noch klar zu sehen, schon meiner Vorstellung nach will sie ja nicht zu gehen. Denn sie ist das Licht für mich in dieser dunklen Zeit. Das sieht es mir in dunklen Stunden, meine Richtung weiß. Das heißt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst. Für mich wie dunkel, ich schau dagegen, bin Mühen kämpft. Ich stell es mir vor, mit meiner ganzen Kraft, aber weiß genau, dass ich es allein niemals schaff. Es ist ein harter Kampf, aber ich bin für ihn bereit. Wenn die Welt kein Gehör, bin ich wirklich befreit. Befreit.